schön mein Mittagsschläfchen war. Jetzt muss ich mal aufstehen und mich anziehen. Wo sind meine Sachen? Irgendwie ist mir ganz heiß. Ich muss mich mal umziehen. Ist ja Sommer, Mensch. Da habe ich mich ja zu warm angezogen. Ich schwitze ja schon. So, jetzt ziehe ich mich mal anders um. So geht's viel besser. So fühle ich mich viel besser. So, dann gehe ich mal ins Bad. Ich muss mal aufs Klo. Oh, ich sitze ja schön. Oh nein, irgendwie klebt alles bei mir hinten. Oh, Manometer, was ist das? Oh. Habe ich etwa in die Hose gemacht? Oh nein, das ist aber peinlich. Das darf keiner erfahren. Ich muss mal schnell alles waschen, wegmachen. Hey Tim, was machst du denn hier? Ich bin doch jetzt auf der Toilette. Na ja, ich wollte mal gucken. Das war hier gerade eben so komisch und ich wollte auch auf die Toilette. Ja, dann geh mal raus hier, raus. Ich will hier alleine sein. Warum hast du das Handtuch umgewickelt? Hast du etwa keine Unterhose oder was? Doch, doch, frag nicht so blöd. Geh mal raus aus der Toilette. Ich bin jetzt hier. Also raus, raus mit dir. Ih, was ist das für eine eklige Seife hier? Was ist das für eine Seife? Die ist ja ganz komisch. Es gibt aber auch keine andere. Ich sehe jetzt nichts weiter. Da muss ich die nehmen. Komisch, komisch. Schnell mal die Hände abtrocknen. Hallo zusammen. Hallo. Mama? Ja, was ist? Was gibt's denn zum Mittagessen? Ich hab schon Riesenhunger. Ich hab gerade so einen Mittagsschlaf gemacht. Das war super. Also, wir wollen gleich grillen. Ja, wir werden grillen. Das werde viel besser schmecken, als so esse. Und ich habe extra gestern Kaufmarkt Grillfleisch gekauft. Oh, das ist schön, liebe Köchin. Dann bereiten Sie bitte den Grill vor. Ja! Krieg, ja, Tim, willst du denn mein neues Zimmer sehen? Ja, klar, ganz gerne. Komm, dann lass uns mal dahin. Mama, ist das in Ordnung, dass wir noch mal in mein Zimmer gehen? Dass wir in mein Zimmer gehen? Ja, natürlich, Gregor. Könnt ihr noch ein bisschen gehen? Die Köchin braucht noch eine Weile, bis das Grill fertig ist. Also könnt ihr schon ein bisschen in dein Zimmer gehen. Dein Zimmer ist ja ganz neu eingerichtet. Und dann kannst du dem Tim dein Zimmer zeigen. Der freut sich ja drauf. Ja, Mama, dann gehen wir. Tim! Ja, was ist? Kommst du? Ja, ich komme. Tim, ich habe hier noch ein paar neue Sachen und das Zimmer ist ja komplett neu. Naja, gut, das Bett und alles kennst du ja, aber einige Sachen, die hast du noch nicht gesehen. Guck mal, mein Skateboard hinter dir. Doch aber nicht neu, das habe ich doch schon mal gesehen. Das hattest du doch in dem alten Zimmer auch schon. Ach echt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Naja, dann ist es doch wohl nichts Neues. Ich schau mal. Guck mal, Tim, ich habe hier ein paar neue Sachen. Und zwar die Lampe und mein Laptop. Das ist auch ganz neu. Oh Mann, das ist ja wirklich so neu aus dem Jahr 2018. Also das will ich aber auch haben. Dieses Jahr ist doch das Jahr 2018. Das ist also das neueste Laptop. Gregor, das ist nicht fair, dass Mama dir so ein Laptop schenkt oder kauft und mir nicht. Ich will auch so ein Laptop haben. Ich bin genauso alt wie du. Ach, Quatsch, Tim. Du bist doch viel jünger als ich. Das hat doch Mama gesagt. Komm, ich will dir noch ein paar neue Sachen zeigen. Was? Noch ein paar neue Sachen? Mann, ist das denn nicht genug? Da ist meine Babyecke.
das zweite Bett und die Gitarre. Also hier gibt's schon einiges Neues. Was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und was ist mit mir? Ich muss mal ganz genau mir angucken, deine Ecke. Schau mal, das ist die Gitarre. Ist die doch schön, oder? Oh, was für eine Rockergitarre. Die will ich auch haben. Und hast du auch dazu noch so Lautstärker? Ja, da hinten. Schau mal, das graue Ding, das ist das ja. Oh. Stimmt das ganze Haus, wenn du den anmachst? Ja, genau. Und das ist mir auch egal. Und wenn ich Lust habe, mache ich den laut an. So, das ist mein Zimmer. Aber ich glaube, wir müssen mal langsam in den Garten zu dem Grill. Sonst wird das heute ja nichts. Ich habe schon riesen Hunger und mein Bauch knurrt schon die ganze Zeit. Also, lass uns mal dahin. Ja, gut. Gregor, wisst ihr was? Ich habe ein paar Freunde noch eingeladen. Schaut mal, das ist die Lisa und Emily. Die zwei, die sind da. Hallo. Oh. Ja, Mama, das ist super. Eine coole Party, Grillparty. Aber ich habe schon riesen Hunger. Ja, das Essen wird wohl gleich fertig sein. Ich muss mal schnell meine Haare bürsten. Da sind ein paar Knoten irgendwie drin. Muss ich mal schnell wegmachen. Sind ja Gäste da. Gleich fertige! Ja! Oh Mann, Kathi, du hast ja so einen schönen Badeanzug mit Blumen. Ah ja, das. Aber das ist nicht so ein richtig neuen. Aber danke. Weißt du, da neben uns ist die Mama von Lydia. Weißt du das? Nein, ich weiß es nicht. Ich kann ja nicht alles wissen, ich bin ja nur klein. Ich dachte gar nicht, ich bin der Paul, ich muss auch rennen. Oh, wie lange? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 199, 1000! Oh, 1000! Oh Mann, wie lange wart ihr da drin? Mehr als 4 Minuten? Nein, mehr als 5 Minuten, bestimmt sogar. Jo, das war so lange. In die Ohren mit gekommen. Oh mein. Kinder, ihr wart aber 1000 Minuten unter Wasser, so lange kann man da doch gar nicht aushalten. Mama, was ist denn? Warum hast du denn nicht meinen Badeanzug mitgenommen? Da musst du doch selber dran denken, das ist doch dein Badeanzug. Da kann ich doch jetzt nichts dafür. Ich hab dir doch gesagt, dass das eine Grill- und Badeparty ist. Ja, aber das wusste ich doch gar nicht. Das ist aber fies. Mir ist viel zu warm und der Grill und alles und so heiß. Ja, jetzt musst du dann gucken, wie du klarkommst. Dich ein bisschen ausziehen oder so. Ich weiß es ja nicht. Mama. Jetzt lege ich hier das dritte Fleisch hin. Hier. Lust, sich in den Wagen zu setzen. Ich und Tim schieben. Ah, oder vielleicht nur ich. Ja, wer hat Lust von euch? Nein, wir wollen. Ja. Tim, du schiebst. Ja, ist ja gut. Mache ich ja. Oh, Gregor, du hast dich ja auch drauf gesetzt. Wolltest du nicht mit mir zusammenschieben? Ach, ist doch egal. Wir sind ganz leicht. Ja, aber. Aber. Oh Mann, sind die schwer. Die sind ja zu dritt. Oh, es ist auch noch so heiß. Au.
Wieso trittst du auf meinen Fuß? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich bin ja hingefallen. Aua, das hat ja so weh getan. Oh Mama, Entschuldigung, das wollte ich gar nicht. Ich habe deinen Fuß gar nicht gesehen. Mann, ja, ist ja gut. Jetzt so zum Pool. Sind ja gleich da. Können wir mal den Busfahrer spielen? Ich bin der Busfahrer und dann schiebe ich euch, wohin ihr wollt. Okay? Ja! Und wo wollt ihr denn hin? Wir wollen zurück. Ja gut, dann schiebe ich euch mal dahin. So, weiter geht's, weiter geht's. Na, 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 na. Weiter geht's, Tim. Weiter. Huhu, juhu, wir sind ja bald am Grill. Was stinkt hier? Was ist denn das? Rosa Fleisch? Nie gesehen. Komisch. Weiter. Juhu, wir sind fast da. Aber das stinkt ja so komisch. Kirchenbaum, legen Sie denn eine Bürste auf den Grill? Das stinkt ja so. Boah, das kann was ist das? Eine Bürste? Oh je, yeah, ich nicht geguckt habe. Oh, was will ich jetzt machen? Jetzt gibt's eben eine gebratene Bürste zum Essen. Entschuldigung. Ja, aber wir wollen keine gebratene Bürste ich mit Fleisch. Ich nichts ändern kann. Oh Mann, hier jetzt die Esse. Ich hab riesen Hunger. Mama! Mama! Sag mal, Köchin, was ist denn hier los? Wieso stinkt es so nach dem gebratenen Sie hat eine Bürste jetzt aus Versehen drangelegt. Jetzt müssen wir eine gebratene Bürste eben essen. Aber Köchin, das geht doch nicht. Wir können doch kein Fleisch mit gebratener Bürste essen. Ja, ich nächste mache, Töne. Wie kommt denn die überhaupt auf den Grill? Wie haben sie das denn hingekriegt? Ich leider aus Versehen nicht geguckt habe. Tut mir so leid. Es tut mir so leid. Tja, das wird wohl noch eine Weile dauern, bis wir da ein Mittagessen haben. Jetzt müssen wir überlegen, was wir machen. Lecker, gebratener Kamm. Das Fleisch schmeckt so lecker. Wer will die Bürste essen? Ich nicht. Ich auch nicht. Aber ich auch nicht. Ich wollte nicht. Nein, ich auch nicht. Die Köchin muss jetzt die Bürste essen. Sie hat sie auch gemacht. Genau, ja, die Köchin. Sie müssen schon die Bürste essen. Also wir haben sie ja nicht gegrillt. Also und auch nicht gegrillt. Ich sie nicht esse. Ja, was, sie nicht esse? Was soll das werden? Sie machen hier gebratene Bürste und dann essen sie auch nicht. Also, das ist doch Verschwendung. Ich bin wieder froh, da ist es gut. Moin, Bruder.